Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen und ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Und dafür bekommt ihr auch jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Ich hoffe, euch geht es gut, ihr hattet einen schönen Tag und falls dem nicht so ist, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich euch mit dem Video vielleicht ein bisschen aufheitern kann. Ich war mal wieder bei Action und möchte euch gern zeigen, was ich eingekauft habe und vielleicht ist das ein oder andere interessante Produkt für euch mit dabei, das euch auch interessiert oder das ihr noch gar nicht kennt und jetzt habt ihr vielleicht die Gelegenheit, die Produkte mal kennenzulernen. Fangen wir an mit einem Produkt, das ich jedes Mal kaufe, wenn ich bei Action bin, weil ich es einfach echt hart liebe. Und zwar ist das Salted Caramel Popcorn von, wie heißt eigentlich die Firma, die das herstellt? Das ist eine gute Frage. Da steht nur Microwave Popcorn Salted Caramel drauf, aber gar nicht, wer das herstellt. Wisst ihr, welche Firma das macht? Ich kann auf jeden Fall nichts finden, aber egal, wer das herstellt, ich liebe dieses Popcorn. Also es ist eine total interessante, leckere Mischung aus salzig und süß. Ich mag salziges Popcorn eigentlich nicht wirklich gerne. Süßes Popcorn, ja, gönne ich mir gelegentlich auch mal. Aber diese Mischung aus salzig und süß, die ist total fasziniert. Also ich mag ja Salted Caramel allgemein irgendwie als Produkt auch total gerne. Und als Popcornsorte ist es fantastisch. Ich habe bisher von keiner anderen Firma Salted Caramel Popcorn finden können, auch nicht online. Und deswegen jedes Mal, wenn ich bei Action bin, nehme ich mir mal direkt ein paar Packungen mit. Ist auch echt günstig, also die kostet 1,11 Euro. Die haben auch salziges Popcorn und süßes Popcorn, das kostet jeweils nur 99 Cent. Aber ja gut, ich sag mal, das kriege ich auch in jedem anderen Supermarkt. Und wenn ich dann bei Action bin, gönne ich mir halt meine absolute Lieblingssorte, damit die mir nie ausgeht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag eine ganze Tüte essen würde, aber halt gelegentlich gönne ich mir mal schon so ein Tütchen. Und wenn das halt so ganz frisch aus der Mikrowelle kommt, so ganz knusprig und warm ist, ein absoluter Hochgenuss. Also das ist so meine Lieblingssüßigkeit oder Knabberheit allgemein. Derzeit mag ich super, super gerne. Also falls ihr das mal seht und irgendwie Salted Caramel als Geschmack mögt, probiert es ruhig mal aus. Also ich finde es richtig, richtig lecker. Ein anderes Produkt, das ich schon mal getestet habe und für sehr gut befunden habe von Action, ist von Jonfrieda das After Sun belebende Shampoo. Jonfrieda Shampoos mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Also die haben auf meine Haare einen sehr guten Einfluss, auch die anderen Produkte wie eine Kur oder eine Spülung. Und das hatte ich mir schon mal von Action geholt und habe das echt gerne gemacht. Das war auch wirklich günstig. Also Jonfrieda Produkte kennt ihr bestimmt in der Drogerie, die sind wirklich teuer. Also die kosten 5, 6 oder manchmal sogar 7 Euro, je nachdem, was für ein Produkt man haben möchte. Bei Action hat das hier jetzt nur 2,49 gekostet. Und ich hatte das, wie gesagt, schon mal. Das riecht irgendwie nach Gurke und Minze, ist auch die Sorte von dem Shampoo und ist halt echt erfrischend, hat einen frischen Geruch. Also ich mag das richtig, richtig gerne. Deswegen habe ich es mir jetzt mal wieder gegönnt und würde es mir auf jeden Fall auch immer wieder kaufen, wenn ich bei Action bin, weil wie gesagt, Jonfrieda Produkte sind qualitativ sehr, sehr hochwertig und bei Action kosten die dann halt einfach nur einen Bruchteil des Originalpreises. Da kann man sich das schon mal mitnehmen. Dann habe ich mir mitgenommen, auch was für die Haare, auch ein Produkt, das ihr bestimmt schon aus anderen Action-Hauls kennt, nämlich Conditioner in drei verschiedenen Varianten. Und die dritte kann ich euch auch gleich noch zeigen. Gibt es einmal in Blau, Orange und Grün. Einmal mit Kokosnuss und Shea-Butter ist von The Beauty Depth. Ich glaube, das ist irgendwie eine Eigenmarke von Action, weil ich von der Firma immer wieder bei Action was finde, aber bisher in keinen anderen Läden was davon finden können. Deswegen vermute ich mal, es ist eine Eigenmarke. Auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Haarkur. Mag ich sehr gerne. Also alle drei Sorten hatte ich schon mal wild durchprobiert. Und meine Haare reagieren da wirklich auch sehr positiv drauf. Die sind danach wirklich sehr weich gepflegt, fühlen sich gut an. Deswegen habe ich mir von jeder Sorte jetzt nochmal wieder eins mitgenommen. Wie gesagt, einmal in Grün mit Kokosnuss und Shea-Butter. Dann mit Avocado und Kaktus in der blauen Verpackung. Und in der orangen Verpackung Mango und Passionsfrucht. Sind auch super niedlich gestaltet, die Produkte hier mit diesen kleinen Früchten bzw. Nüssen drauf, die irgendwie miteinander knuddeln. Und die sind auch wirklich günstig. Also die kosten 79 Cent pro Packung und bei meiner Haarlänge reicht eine Packung für zwei Anwendungen. Also hat man für
rund 40 Cent eine Haarkur, die halt wirklich, wirklich richtig gut die Haare pflegt. Das kann man sich halt auch mal gönnen. Und andere Haarkuren aus der Drogerie, die in solchen ja, Portionsverpackungen kommen, sind halt meistens auch deutlich teurer. Deswegen greife ich halt gerne auf die von Action zurück. Und ich habe mit denen halt auch schon echt positive Erfahrungen gemacht. Deswegen kaufe ich die immer wieder gerne nach. Positive Erfahrungen gemacht habe ich auch mit Tuchmasken von The Mask Doctor. Die haben ja ihr Sortiment sozusagen erneuert. Vorher gab es mit Niacinamid, mit Retinol und noch irgendwas, das mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall gibt es jetzt neue Tuchmasken mit Ceramid und Propolis. Dann gab es noch eine dritte Sorte, die war aber dieses Mal nicht da, als ich bei der Action-Filiale war, wo ich halt immer gerne einkaufe. Deswegen habe ich mir nur die beiden mitgenommen. Die kosten jeweils 99 Cent und sind wirklich sehr, sehr gute Tuchmasken. Also von The Mask Doctor finde ich für meine Hautbedürfnisse sind es aktuell die besten Tuchmasken. Die sind halt super dünn vom Vlies her, total gut durchfeuchtet, geben richtig toll das Serum an die Haut ab und danach fühlt sich die Haut halt wirklich an wie neugeboren. Ich werde mir nach dem Videodreh, wenn ich mich abgeschminkt habe, auch direkt eine Tuchmaske gönnen, weil ich die wirklich richtig, richtig feiere. Und für den Preis kann man da überhaupt nichts sagen. Da hat man halt wirklich eine totale Extrapflege. Die Haut reagiert bei mir so positiv darauf. Die strahlt danach richtig, fühlt sich richtig gut an. Also heute zum Beispiel habe ich echt mal eine Tuchmaske nötig. Ich bin früh aufgestanden, ich war schon bei der Arbeit, ich war danach noch einkaufen. Ich drehe jetzt noch ein paar Videos, ich muss noch ein bisschen Haushalt machen. Da kann ich mir danach echt mal eine Tuchmaske gönnen oder freue ich mich auch schon drauf. Das ist halt nicht nur ein tolles Pflegeerlebnis für die Haut, sondern auch irgendwie noch so ein kleiner Wellness-Moment. Und das muss man sich gelegentlich halt auch mal gönnen, einfach um runterzukommen, zu entspannen. Einfach mal eine Viertelstunde dann auf dem Sofa sitzen mit der Tuchmaske auf dem Gesicht, irgendwie sich nette Musik anmachen oder ein interessantes YouTube-Video oder sowas. Da kann man richtig schön runterkommen und da freue ich mich nachher auch schon richtig drauf. Dann habe ich mir noch ein Haarpflegeprodukt mitgenommen, nämlich von Syos, eine intensiv nährende Pflegekur. Die gab es da auch bei Action, die habe ich auch schon manchmal in Drogerien gesehen. Da war die deutlich teurer. Ich habe sie jetzt für 1,79 bekommen. Das ist halt wirklich richtig günstig für einen, ja, so einen Pflegepott, wo 300 Milliliter drin sind. Also da habe ich halt wirklich richtig viele Anwendungen drin. Ist so gesehen auch noch auf die Portion gerechnet noch günstiger als die Haarkuren, die ich euch eben gerade von The Beauty Dab gezeigt habe. Und meine Haare reagieren auch immer sehr, sehr positiv auf Pflegeprodukte von Syos. Da verwende ich auch gern Kolorationen und dann drin ist ja immer so ein Conditioner. Und danach fühlen sich meine Haare so wahnsinnig toll an. Deswegen hoffe ich, dass es einen ähnlichen Effekt bei dieser Haarkur gibt von Syos. Ich glaube, die hatte ich auch schon mal und war damit auch echt zufrieden. Auf jeden Fall habe ich automatisch irgendwie gleich mit Begeisterung dazu gegriffen. Also ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall sehr für meine Haare. Dann habe ich mir noch was mitgenommen für die Haut, nämlich eine Bodylotion von Neutrogena. Das ist die Visibly Renew Bodylotion. Ich habe schon öfters mal Bodylotions von Neutrogena ausprobiert und war damit immer sehr, sehr zufrieden. Das ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Marke. Gab es jetzt bei meinem Action für, Moment, 1,49 und ich meine, es sind 400 Milliliter drin, da kann man wirklich nichts falsch machen und da habe ich mir gedacht, hey, da habe ich einen richtigen Schnapper gemacht, weil ich glaube, Neutrogena Bodylotion in der Größe kostet normalerweise in der Drogerie so um die 4 Euro, also habe ich echt auch noch Geld gespart und freue mich schon darauf, sie bald anzuwenden. Bin mal gespannt, ist jetzt für trockene Haut, so wahnsinnig trocken ist meine Haut aktuell zum Glück nicht, weil ich sie halt regelmäßig eincreme, aber so ein bisschen extra Feuchtigkeit, da freut sich doch jede Haut drüber. Nicht bekommen habe ich leider mal wieder mein Lieblingsdeo von Rexona, das Active Pink. Ich befürchte halt wirklich, da habe ich jetzt Pech gehabt, das ist aus dem Sortiment raus. Sehr, sehr schade, weil das war halt ein richtig, richtig gutes Deo. Ich habe halt bei Deodorants auch geguckt, aber da war jetzt keins dabei, wo ich sage, oh wow, das muss ich mir mitnehmen, das will ich ausprobieren. Es gab auch welche von Rexona, aber jetzt keins, wo ich gesagt habe, das wird mich wahrscheinlich überzeugen. Also ich werde mich wahrscheinlich jetzt irgendwie durch die verschiedenen,
Deo-Produkte bei den verschiedensten Drogerien oder auch bei Action oder Thomas Philips durchtesten müssen, um zu schauen, ob ich einen gleichwertigen Ersatz zu meinem Lieblingsdeo finde. Finde ich super, super schade, weil das war richtig toll. Also schade, dass Action das nicht mehr hat. Dann habe ich mir noch zwei Tuchmasken mitgenommen von The Beauty Depp, die ich euch ja auch gerade schon bei den Haarpflegeprodukten gezeigt habe. Da habe ich mir einmal eine Grapefruit-Tuchmaske mitgenommen. Die hatte ich auch schon mal gekauft. Mit der war ich ziemlich zufrieden. Die war schön fruchtig, sehr erfrischend, also hat sich echt gut angefühlt und sehr, sehr gut gerochen. Das mochte ich sehr. Deswegen habe ich sie mir auch nochmal mitgenommen. Für 59 Cent ist es halt auch wirklich ein günstiges, schönes Pflegeerlebnis. Und dann habe ich mir auch von The Beauty Depp aus derselben Reihe, ich glaube, das ist hier so eine Pflegereihe mit diesen Früchten drauf, mit Papaya mitgenommen. Auch, ich glaube, die hatte ich auch schon mal und hatte mir irgendwie gemerkt, dass ich die gut fand. Deswegen, ja, habe ich mir direkt gleich nochmal mitgenommen. Auch 59 Cent, also die Tuchmasken von The Beauty Depp sind halt auch sehr, sehr günstig. Die von The Mask Doctor sind ein bisschen teurer, aber die finde ich, glaube ich, noch ein Ticken besser. Aber wie gesagt, 59 Cent für eine gute Tuchmaske, da kann man sich nicht beschweren. Dann habe ich mir noch ein Produkt mitgenommen, das ich ebenfalls schon mehrfach gekauft habe und mit dem ich sehr zufrieden bin, nämlich die Under Eye Pads mit Gurke. Da sind vier Stück drin und das sind sozusagen Mini-Tuchmasken, die man halt wie so diese Gel-Augen-Pads, kennt ihr bestimmt auch von Isana oder von Balea und oder verschiedenen anderen Hautpflege-Marken, die man sich hier so unter den Augenbereich, wenn man irgendwie Schwellungen hat, wenn man Augenringe hat und so weiter. Die hier sind super, super günstig. Vier Paare kosten 99 Cent, also ein echter Schnapper. Die sind aber nicht so gelig, so dicker, sondern die sind halt in der Konsistenz so wie Tuchmasken. Also sehr, sehr dünn, gut durchfeuchtet mit dem Serum. Und die mag ich wirklich auch sehr, sehr gerne. Die habe ich mir schon mehrfach gekauft, bin ich super zufrieden mit. Und ja, die letzte Packung bei mir ist leer geworden. Deswegen habe ich sie mir jetzt noch mal nachgekauft und bei dem Preis kann man sich auch wirklich nicht beschweren. Und das Ergebnis spricht für sich. Also wenn ich irgendwie Probleme habe mit geschwollenen Augen oder irgendwie nicht gut geschlafen habe und die dann irgendwie 10 Minuten unter die Augen lege, dann sieht die ganze Partie unter den Augen schon mal deutlich besser aus. Der Effekt wird natürlich auch noch verstärkt, wenn man die vorher ein paar Minuten in den Kühlschrank legt. Dann hat man halt durch die Kühlung allein auch schon einen abschwellenden Effekt. Und ja, man sieht einfach frischer und wacher aus und ich mag die sehr, sehr gerne. Das waren auch schon die Produkte, die ich dieses Mal bei Action gekauft habe. Vielleicht war was für euch dabei, das ihr auch mal ausprobieren wollt. Es gibt auf jeden Fall viele Produkte, von denen ich total überzeugt bin. Und vielleicht konnte ich euch ein paar gute Tipps geben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr irgendwie auch schon kennt oder was ihr ausprobieren wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Geheimtipp auch schon für euch entdeckt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon auf euch. Bis dahin, eure Ramis.